Warum fallen Äpfel vom Himmel und der Mond und Satelliten nicht? Warum fliegen Raketen nach dem Start zur Seite? Wollen die nicht vor allen Augen gegen die Kuppel knallen und landen heimlich im Meer? Das ist es natürlich nicht. Die Antworten auf diese Fragen liefert der Begriff des Orbits. Aber was ist ein Orbit eigentlich? Wie fliegen eigentlich Raumfahrzeuge? Um die Antworten auf diese Fragen und mehr geht es in diesem Video. Und damit guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. Allgemein sind die Flugbahnen von Massen in einem Schwerefeld einer deutlich größeren Masse Kegelschnitte. Mit diesem Begriff werden jetzt einige erstmal nichts anfangen können. Kegelschnitte sind die Konturen, die entstehen, wenn man einen geometrischen Kegel mit einer Ebene schneidet. Diese Konturen sind zum einen die Ellipse und ihr Spezialfall der Kreis und zum anderen die Parabel und die Hyperbel. Fangen wir erstmal mit der Parabel an, weil wir mit dieser Flugbahn im Alltag am meisten Erfahrung haben. Wollen wir zum Beispiel einen Stein so weit wie möglich schmeißen, dann werfen wir ihn schräg nach oben, woraufhin er entlang einer Wurfparabel zu einem Aufschlagspunkt in einiger Entfernung fliegt. Das machen ballistische Raketen nicht groß anders. Sie beschleunigen zunächst senkrecht, um die Flugzeit zu erhöhen und in dünnere Luftschichten zu kommen, und beschleunigen dann horizontal, um die Nutzlast, meistens eine Bombe, bis zum Aufprall möglichst weit zu transportieren. Hat man eine Rakete, die ihre Nutzlast nahezu bis zum anderen Ende der Erde bringen kann und somit fast jeden Punkt auf dem Planeten erreichen kann, redet man von einer Interkontinentalrakete. Die erste Rakete dieser Art war die sowjetische R-7, die einen 5,5 Tonnen schweren thermonuklearen Sprengkopf fast 9000 Kilometer weit transportieren konnte. Und wenn man jetzt eine Rakete hat, die 5,5 Tonnen so stark beschleunigen kann, dass sie erst am anderen Ende der Erde wieder runterkommen, kann man natürlich auch versuchen, etwas Leichteres noch stärker zu beschleunigen, dass es erstmal gar nicht wieder runterkommt. Das taten die Russen auch, als sie am 4. Oktober 1957 den 84 Kilogramm schweren Satelliten Sputnik 1 in einem Orbit um die Erde platzierten. Dabei muss die horizontale Geschwindigkeit des Fluggerätes so groß sein, dass der Satellit in der Zeit, in der er zurück zur Oberfläche fällt, so weit zur Seite fliegt, dass die Flughöhe konstant bleibt. Das ist ab einer Geschwindigkeit von etwa 7 Kilometern pro Sekunde der Fall. Natürlich hört die Atmosphäre aber nicht irgendwo auf einmal auf, weshalb man es im niedrigen Erdorbit immer noch mit einer gewissen Restatmosphäre zu tun hat, die das Raumfahrzeug abbremst und somit zur Höhenhaltung regelmäßige Schubimpulse von Triebwerken erfordert. Macht man das nicht, wird man früher oder später wieder in die Atmosphäre eintreten und verglühen, weshalb auch der antriebslose Sputnik-Satellit nach nur 3 Monaten verglühte. Aber wie sieht ein Orbit jetzt eigentlich aus? Ein Orbit ist, solange er nicht zirkular ist, elliptisch und hat einen körpernächsten Punkt die Periapsis und einen körperfernsten Punkt die Apoapsis. Gibt man an einem Punkt des Orbits Schub in Flugrichtung, hebt man den entgegengesetzten Punkt des Orbits an. Gibt man Schub in entgegengesetzte Richtung, senkt man ihn. Der Ort, an dem man dieses Manöver durchführt, verbleibt dabei unverändert im Orbit. Lediglich die Geschwindigkeit an diesem Ort ändert sich. Aus diesem Grund kann man auch nicht einfach mit einer Kanone oder einem Katapult in einen Orbit gelangen. Nach einem Umlauf wird die Kugel am Ort der Kanone wieder die Oberfläche erreichen. Wenn ihr also mal samstags morgens in einer Sojus-Kapsel im Orbit aufwacht und wieder gerne nach Hause wollt, dann gebt ihr nicht voll Stoff Richtung Erde, sondern dreht die Kapsel entgegengesetzt zur Umlaufbahn und gibt am erdfernsten Punkt für eine Weile Schub. Etwas anderes, was im ersten Moment unerwartet kommt, ist, dass man im Orbit schneller wird, wenn man bremst, und langsamer, wenn man beschleunigt. Zumindest auf der anderen Seite des Orbits. Das liegt daran, dass nach dem zweiten keplerischen Gesetz die in einem bestimmten Zeitpunkt zwischen Orbit und Körper eingeschlossene Fläche überall im Orbit gleich groß sein muss. Daraus folgt, dass das Raumfahrzeug schneller sein muss, wenn es näher am Körper ist. Wenn man also bremst und damit die gegenüberliegende Seite des Orbits absenkt, wird man dort letzten Endes schneller sein als im Umlauf zuvor. Nach dem dritten keplerischen Gesetz steigt die Dauer eines Umlaufs mit der Höhe des Orbits. Wenn man sich in einem kreisförmigen Orbit 35.786 Kilometer über dem Äquator befindet, entspricht die Umlaufbahn des Orbits der Rotationszeit der Erde. Das Raumfahrzeug befindet sich dann stationär über einem Punkt des Äquators. Daher heißt dieser Ort auch der geostationäre Orbit. Er wird gerne von Fernsehsatelliten genutzt, damit Satellitenschüsseln auf einen Punkt am Himmel gerichtet werden können und nicht permanent irgendwelchen Satelliten hinterher schwenken müssen. Hebt man in einem hochelliptischen Orbit die Apoapsis, also den körperfernsten Punkt, so weit an, dass er effektiv unendlich weit weg liegt, verlässt man das Schwerefeld des Körpers, womit wir wieder bei der Parabel wären.
Die Geschwindigkeit, die dafür in der Periapsis aufgebracht werden muss, heißt Fluchtgeschwindigkeit und liegt bei etwa 11 km pro Sekunde. Fehlt nur noch die Hyperbel. Wenn man in das Schwerefeld eines Körpers mit einer höheren Geschwindigkeit als die Fluchtgeschwindigkeit des Körpers eindringt, erhält man durch den Körper eine sogenannte Schwerkraftumlenkung und verlässt das Schwerefeld in einer anderen Richtung, als man es betreten hat. Das wird gerne bei Missionen zu entfernten Orten im Sonnensystem ausgenutzt, um nicht den hohen Energieaufwand zur Erhöhung des Aphelions aufbringen zu müssen. Als Beispiel betrachten wir hier die Flugbahn der Jupiter-Sonde Juno, die 2011 gestartet ist und nach 2 Jahren eine Schwerkraftumlenkung mit der Erde genutzt hat, um in Richtung Jupiter umgelenkt zu werden. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Vielen Dank!